Ha, schön, dass du hergefunden hast, mein Freund. Ich hab gehört, du willst wissen, wie man die Comorace ausschaltet. Ich denke, ich werde dir da helfen können, mein Freund. Aber ich sag dir jetzt schon, stell dir das Ganze nicht so einfach vor, wie es aussieht. Die Teile sind besser bewacht, wie alles andere auf diesem Planeten. Und ich sag dir jetzt schon, in Gruppenarbeiten wird das Ganze erleichtern. Eigentlich kannst du dir vorstellen, dass die Comorates Kommunikationssatelliten sind, die verschiedene Planeten und Monde in Stanton-Systemen kreisen. Sie gewährleisten eine ständige Kommunikation und können illegale Aktivitäten überwachen, was zur Durchsetzung von Recht und Ordnung in der Region beiträgt. Möchtest du Illegales tun, macht es Sinn, diese vorher auszuschalten. Auf der anderen Seite gibt es Missionen für Spieler, um deaktivierte Comrades zu reparieren und wiederherzustellen. Deshalb pass auf, es werden feindliche Spieler ins Gebiet kommen. Die Comorays sind mit automatischen Verteidigungstürmen ausgestattet, die feindliche Schiffe angreifen, die sich ihnen nähern. Diese Türme können sowohl gegen Spieler als auch gegen NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere, eingesetzt werden und bietet eine erste Verteidigungsrichtlinie. Die Comorays verfügen über fortschrittliche Überwachungssysteme und Scansysteme, die den Luftraum überwachen und illegale Aktivitäten erkennen können. Wenn ein Schiff verdächtiger Manöver ausführt oder versucht, das Array zu hacken, wird dies von den Scannern registriert und entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. In vielen Wählen wir das Gebiet um den Comoray vom Sicherheitspersonal der United Empire of Earth, also der UEE, oder von privaten Sicherheitsfirmen wie Crusader Security überwacht. Diese Einheiten können eingreifen, um das Array zu schützen und Eindringlinge abzuwehren. Das Hacken oder Deaktivieren eines Comorays hat rechtliche Konsequenzen im Spiel. Spieler, die beim Manipulieren eines Arrays erwischt werden, können Crimestep erhalten, was sie zu Zielen für die Strafverfolgung im Spiel macht. Dies dient als Abschreckungsmittel gegen illegale Aktivitäten. Spieler, die versuchen, ein Comoray zu hacken, nutzen oft Stealth-Technologie, um dem Verteidigungssystem zu entgehen. Dies beinhaltet den Einsatz von Schiffen mit niedrigen Signaturen oder spezieller Ausrüstung, um nicht von den Scannern erfasst zu werden. Die Sicherheitsmaßnahmen tragen oft dazu bei, die Integrität des Comorays zu gewährleisten und das Gleichgewicht zwischen legal und illegaler Aktivitäten im Standort-System aufrechtzuerhalten. Du fragst dich jetzt aber sicher, welche Schiffe sind denn geeignet, um Stealth-Missionen zu starten? Das Aegis Zebra Comet ist eine spezielle Variante des Aegis Zebra, die für ihre Stealth-Fähigkeit und ihre hohe Manövrierbarkeit bekannt ist. Hier sind einige Details und Eigenschaften. Punkt Nummer 1, Stealth Technology. Die Zebra Comet ist mit fortschrittlicher Stealth Technology ausgestattet, die ihre Infrarot- und Radarsignation erheblich reduzieren. Dies ermöglicht es, den Piloten sich feindliche Sensoren zu entziehen und Überraschungsangriffe durchzuführen. Punkt Nummer 2, Bewaffnung. Die Zebra Comet ist schwer bewaffnet und trägt viele Laserkanonen, die an den Flügelspitzen und am Rumpf montiert sind. Diese Waffen sind ideal für schnelle Angriffe und ermöglichen es, Gegner schneller auszuschalten. Zusätzlich kann sie Raketen tragen, die ihre Feuerkraft weiter erhöhen. Zusätzlich kommt die Manövrierfähigkeit noch dazu. Dank ihrer leichten Rahmens und ihrer leistungsstarken Triebwerke ist die Zebra Comet äußerst manövrierfähig. Dies ermöglicht es den Piloten, schnellere Ausweichmanöver und präzise Angriffe auszuführen. Das nächste Schiff, was du nutzen kannst, ist die Aegis Eclipse. Es ist ein spezieller Stealth-Bomber, der für verdeckte Operationen und gezielte Angriffe auf feindliche Schiffe und Bodenziele entwickelt wurde. Die Aegis Eclipse ist ein mittelschwerer Bomber von Aegis Dynamics, der darauf ausgelegt ist, hinter feindlichen Linien zu gelangen, um präzise Angriffe mit minimaler Entdeckung durchzuführen. Ihre Stealth-Fähigkeit macht sie besonders effektiv für Überraschungsangriffe. Die Eclipse ist mit fortschrittlicher Stealth-Technology ausgestattet, die ihre Infrarot- und Radarsignaturen drastisch reduzieren. Dies ermöglicht es, mit Schiffen unbemerkt an feindliche Ziele heranzukommen und sie zu zerstören, bevor Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Die Hauptbewaffnung der Eclipse besteht aus drei massiven Torpedorohren, die schwere Torpedos tragen. Diese Torpedos sind in der Lage, selbst stark gepanzerte Ziele zu durchdringen und erheblichen Schaden anzurichten. Die Sekundärbewaffnung, zusätzlich zu den Torpedos, verfügt die Eclipse über leichte Verteidigungswaffen, die zur Abwehr von Jägern und kleinen Schiffen dienen. Trotz ihrer Rolle als Bomber ist die Eclipse überraschend manövrierfähig. Dies ermöglicht es, ihre feindlichen Feuer auszuweichen und sich in eine vorteilhafte Position zu bringen, um ihre Torpedos abzufeuern. Die Eclipse ist mit starken Schildern und einer robusten Panzerung ausgestattet, die ihr in Kampfsituationen zusätzliche Überlebensfähigkeiten verleihen. Trotz ihrer defensiven Maßnahmen bleibt sie leicht genug, um ihre Stealth-Fähigkeit zu maximieren. Noch ein paar Tipps für den Einsatz von Stealth-Schiffen. Um Signaturen weiter zu reduzieren, kannst du nicht benötigte Systeme deaktivieren,
wenn du dich einem Ziel näherst. Zusätzlich kannst du Asteroiden und andere Deckungen benutzen, um weitestgehend unentdeckt zu bleiben. Zusätzlich kannst du spezielle Komponenten nutzen, zum Beispiel Stealth-Kühlkörper, Stealth-Panzerung und gedämpfte Triebwerke, um noch weiter das Schiff stealthmäßig zu machen. Da das hier im Video jetzt aber viel zu komplex ist, werde ich, denke ich mal, ein zweites Video dazu erstellen. Gebe dir jetzt nochmal eine ganz kurze Anleitung, wie du die Kommunikationsanlage ausschalten kannst. Punkt 1. Finde die Kommunikationsanlage, nutze die Sternkarte oder dein Mobiclass, um die nächste Kommunikationsanlage zu finden. Zweitens. Fliege zu einer Anlage und lande in sicherer Entfernung oder lasse dich von deinem Teammate in der Nähe davon aussetzen und der Teammate muss sofort wieder wegfliegen. Punkt 3. Deaktiviere die Sicherheit. Nutze das Terminal, um das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Verlasse den Bereich und stelle sicher, dass du den Bereich so schnell wie möglich verlässt, um nicht entdeckt zu werden. Ich denke, wir sollten alles geklärt haben. Falls nicht, schreib's in die Kommentare. Falls du etwas nachtragen möchtest, schreib's in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für weiteren Content. Abtreten!